Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Adventure mit dem Bram, ficken, dem Jay und ficken, ficken, wunderbar, la 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 la, Peter fällt herab. Das war der beste Reim, den ich jemals gehört habe in meinem Leben. Danke. So, Bram hat das jetzt auch mal ganz schnell hier fertig gemacht. Wir sind in noch was da sein? Aber hab ich Chip losgelassen. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Wir sind bei den Top 200. Oh Peter, ey! Ficken! Oh Mann! Wir sind bei den Top 250 Spielen laut GameStar, die jemals für den PC herausgekommen sind. Laut und sind GameStar. Jetzt, sind jetzt bei Platz 200. Alter! Und Platz 200 ist eine Überraschung für mich. Das, ja, wie kann ich denn das euch geil erklären? Hast du höher angesiedelt? Oh. Nee. Hast du das höher angesiedelt? Nee. Gar nicht drin gehabt. Ja, ja genau, das hat überhaupt da drin vorkommt, ist eine Überraschung für mich. Kennen wir alle, ich weiß nicht, ob wir es alle gespielt haben. Modern Warfare 1. Willst du mich verarschen? Wir haben doch Modern Warfare 1 alle gespielt. Ja. Du bist echt und? Ein Affe. Ich hab einen leckeren Marmorkuchen, ich bin glücklich. Pass auf, der Entwickler heißt Squad. Okay, SWAT 4. Nein. Es ist 2015 erschienen und ich glaube erstmal nur digital. Ich glaube, ich würde es als Simulation bezeichnen. Landwirtschaftssimulator 2015. Na, da hätte ich nicht überlegen müssen, ob ich es als Simulation bezeichne. Das ist ein Spiel, oh fuck. Nein! Das hat immer noch eine richtig krasse Community. Ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ich weiß, dass Sepp es auch gespielt hat. Aber ich weiß es nicht bei euch beiden. Können wir mich mal. Du hast gespielt, Sepp auf jeden Fall auch. Scheiße. Yeah. Aber bei mir weißt du es nicht oder ich hab's nicht? Ich weiß es nicht. Bei Jay weiß ich es auch nicht. Es ist wie gesagt ein Spiel 2015. Ich würde es als Simulation Alter. Bezeichnen und es ist, glaube ich, als Alter. Erstes auf Steam erschienen. Auch, Uhu. Ich glaube, sogar Early Access oder sowas. Hat eine richtig krasse Community. Wird viel erweitert. Arg! Nee, das würde ich nicht als Simulation bezeichnen. Tja. Schon. Oh, ich weiß nicht, ob ich euch. Es wird dann wieder zu einfach, wenn ich jetzt so verdammt. Wird dann stetig weiterhin. Was, welches Spiel wird denn stetig weiterentwickelt? Ja, das wird vor allem das jetzt noch Fans spielen? Auch. Ich habe sogar vor gar nicht allzu langer Zeit noch gespielt, aber nur für ein Video. Ich würde sowieso eigentlich Arma. Nur für Videos spielen. Arma? Nee. Man hat ist auch Simulationiger. So, aber nur ihr beiden wahrscheinlich. Könnte sein. Was ist denn hier mit diesem Raketenspiel? Das ist doch schon mal ein sehr guter Gedanke. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Kerbal Space Program. NASA Space Program. Achso, Kerbal auch gut. Kerbal Space Program ist absolut richtig. Hab da gemeinsam die Lösung gefunden. In mein kleines, enges aber Arschloch. Bram, noch ein bisschen mehr. Platz. Ah, fick mich blutig. Okay. Mann, ey! Jetzt ist mir der Sphinkter gerissen. Blutig. Ein bisschen strange, was hier gerade passiert. Aber Platz 199. Das läuft hier nicht gerade. Wieder ein Rennspiel. Aber neues. Von 2017. Dirt. Nein. Showdown. Ja, hier gehe ich ja wieder mit, was habe ich da, Forza oder... Das Spiel, was wir jetzt gespielt haben hier. Gran Turismo. Was, welches Forza ist denn 2017 rausgekommen? Forza Horizon. Oh, Forza nein. 6, Forza 7, Forza 8, Forza 9. Forza 7, ihr seid doch doof. Ihr denkt doch wenigstens nach, bevor du überlegst. Sag's einfach irgendwas. Ja. Denk doch nach, bevor du überlegst. Bevor du was sagst, wenn ich doch scheiße. Pass auf, 1998, ach Quatsch, Platz 198. Platz 198 ist ein Spiel aus dem Jahre 1998. Ja, ist kein Joke. Und ist wieder ein Rennspiel, da seid ihr ganz vorne mit dabei, ne? Da seht ihr euch alle. Micro Machines. Da kommt ihr nicht drauf. Ist ein Rallye-Game. Nenn dich mal Micro Machines. Jetzt kommt ein Rallye-Spiel. Colin McRae Rally. Ja, absolut. Bei einem Rallye-Game wäre das auch das gewesen, was ich jetzt gesagt hätte. Kann ich natürlich nicht sagen. Sonst wäre der, glaube ich, nicht drauf gekommen. Ist der eigentlich 107. Gestorben? Ja, der ist tot. Ist der beim Autofahren gestorben? Was denn, Alter? Ne, ich glaube, der ist beim Onanieren. Mann, ich finde den Sprung schwer. Beim Onanieren ist der nein, ich darf jetzt nichts sagen. Wurde bald irgendwann Robert Kubica. Weil es nicht verdient Rally-Dings gibt.
Robert Kubica, es gibt ja die Theorie, dass Robert Kubica bei Lance Stroll mit bei Force India fährt. Was? Ja, weil Lance Stroll hat wohl angekündigt, er würde gerne, wenn er ein Team kauft, als Beifahrer, also als Zweitfahrer Robert Kubica haben. Lance Stroll will das Team kaufen? Potenziell, könnte sein. Der Vater, oder was? Ja, stimmt, der Vater da natürlich. Du Bill Scheiße. Stroll, oder wie der heißt. Gott, ey, wenn dieses Kind irgendwann mal Formel-1-Weltmeister werden sollte, dann nur, weil der Vater so viel Kohle da reingesteckt hat, dass das, keine Ahnung, wieder aus seinen Ohren rauskommt. Ja, die anderen werden Formel-1-Weltmeister, weil irgendwelche Sponsoren ja, so viel Kohle ja, aber meistens hast du aber auch das fahrerische Talent. Ja, ohne fahrerisches Talent wirst du aber auch nicht Weltmeister. Das kannst du ja nicht kaufen, du kannst dir ja kein Talent kaufen. Das stimmt, deswegen ist Massa zum Beispiel auch nicht Weltmeister geworden. Das weiß ich nicht. Ja, aber du hast halt trotzdem einfach so. Manche Leute haben halt dann nicht so viel Talent wie andere Leute und schaffen es nicht so, ein Team zu führen, weißt du? Ja, der. Und der da sehe ich Lance Stroll nicht. Der ist aktuell auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist sehr. Sehr unreif. Der ist relativ jung noch. Es ist halt auch, dass der nicht gut fährt, wenn er von einem Rookie gerade platt gemacht wird. Der hat aber auch einen Scheiß. Der hat auch Scheiße. Ja, das stimmt. Mann, ey, was ist das für ein Scheiß? Aber der wird doch nicht von Sirotkin platt gemacht. Sirotkin ist der einzige. Ist das nicht der einzige Fahrer ohne 0 Punkte? Also, der ist schon besser als der andere. Ja, weil halt Stroll einmal Lack hatte und ins Ziel gekommen ist in dem Rennen. Wo es wahrscheinlich Chaos gab. Ja, das glaube ich auch, ja. Sind beide Scheiße. Ja. Und ich glaube, es sind sind's nicht beides auch Bezahlfahrer, also die zahlen, damit sie fahren dürfen. Ey, kurz für das Protokoll, ich habe die ganze Zeit zugehört, ja? Ich glaube, Williams braucht Alter, das. Alter, ich hasse diesen Sprung hier, Mann. Geht der mir auf den Sack. Ja, ja. Whatever. Gehen wir weiter zu Platz. Warte mal kurz. Mal kurz mein Handy wieder anmachen. Ah ja, Platz 197. Wunderschönes Spiel. Ganz, 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 ganz tolles Spiel. Wo wir schon alle super viele Stunden rein investiert haben. Und es ist ein Spiel, das erste Spiel auf Pietsmeet, bei dem wir alle mal in einer Folge aufgetaucht sind. Terraria. Richtig, Terraria. Dass du überhaupt noch was anderes sagen musstest, Jay. Ja, ich war gerade mir nicht sicher, ob es Terraria oder Minecraft war. Es ist Terraria. Platz 196. Laut GameStar. Das 196. beste Spiel, das jemals für einen PC erschienen ist, ist ein Spiel, was ich auch ganz toll finde. Der Look ist gar nicht so unähnlich zu Terraria, nur von oben. Bitte was? Spiel ist aber anders. Oh, endlich. Ja, nice one. Der Look ist ähnlich wie Terraria, aber das Spiel ist ein anderes. Man sieht's ja, ich finde, optisch sind die nicht so unterschiedlich. Also nicht so wahnsinnig. Aber du guckst halt von oben. Und machst auch was anderes. Stardew Valley? Richtig! Oh, das war stark. Stardew Valley. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Challenge machen. Aber brauche ich auch nicht mehr irgendwelche Sachen sagen. Platz 195. Ist ein Spiel, das mich enttäuscht hat. Es ist 2015 Mass Effect erschienen. Andromeda. Nein, aber das hat mich auch enttäuscht. Es ist 2015 erschienen. Ey, Peter! Was habe ich gemacht? Du standst bestimmt im Weg. Wenn du sagst bestimmt, bist du dir nicht sicher, oder? Nein. Okay. Alles gut. Also ein Spiel, das mich enttäuscht hat, was 2015 erschienen ist, wo andere Leute sagen, sie hätte es nicht enttäuscht. Und ich glaube, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, wie viele Stunden wir da gespielt haben und ob das jetzt sich gelohnt hat oder nicht. 2015. Nein, nicht Far Cry. Far Cry hätte mich aber. Ist es ein Call of. Nee, ist es. Also ist, es war eine lang erwartete Fortsetzung, nicht von EA. Okay. Titan, die zwei Spiele, die dem vorangegangen sind, fand ich richtig geil. Was hast du gesagt, Jay? Ich hatte erst Titanfall gedacht. Ach so. Nein, es ist wie gesagt eine Fortsetzung und es gibt mindestens zwei Spiele davor und die fand ich schon geil. Aber das fand ich dann doch sehr enttäuschend. Willst du einen Publisher nennen? Dann wisst ihr es. Auch wenn ich das Genre sage, dann wisst ihr es, glaube ich, direkt. Deswegen, es ist eine absolute AAA-Produktion. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und wenn du sagst, ich weiß das direkt, dann ist es wahrscheinlich sowas von Bethesda. Nee, das kann aber auch nicht sein.
Titel da vorher geil fandest. Aber Teil 3 war eins kacke. 1 und 2? Wie Teil 3 war kacke? Achso, es ist nicht Teil 3. 4 Fallout 4? So. Nee. Es ist Fallout 4. Nee, aber du fandest... Wieso konntest es Fallout 4? Du fandest Fallout 1 geil? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die beiden vorherigen Spiele fand ich geil. Moment, dann ist es ja voll. Ach, wegen. Nein, Fallout Vegas, 3 und Fallout Vegas. Und 3. Ja. Du Ficker. Hast du ja, nix, du Ficker. Erst, also oder so verstehe ich nicht, wie du auf Fallout 1 kommst. Ja, weil ich verstanden hatte, dass es die ersten sind. Ah, hast du mir da nicht richtig zugehört. Verstehe. Alter, komm her hier. Spring jetzt runter. Komm, mein Freund, komm zu mir. Platz 194. Was soll das? Nix, ich wollte dich nur abbrechen. Oh, ich hab's geschnitten. Platz 194 ist Fallout 1. Wow. Okay. Wo wir uns gerade drüber unterhalten haben, dann muss ich jetzt hier keine Spielux-Skin damit machen. Okay. Boah, war das schwer. Platz 193. Ja, du hast Lex oder sowas, Bram. Sonst wärst du auch besser. Du bist ja immer besser als Peter. Ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber ich hab auf der Map wirklich die ganze Zeit. Ist ja okay. Wie gesagt, kann ich verstehen, aber dafür, dass du trotzdem noch so gut bist wie Peter, ist doch schon gar nicht so schlecht. Ist nicht so gut wie ich, der ist schlechter als ich. Ich war vorläufig jetzt schon vor ihm. Komm. Ich hab am Anfang der Map schon angekündigt, vor der Aufnahme, Bram, du kannst es bezeugen, deine Reign ist vorbei. Ja, aktuell führe ich, mein Freund. Mir wurde irgendwie ein Bug wegen der Devs, ja gut, am Anfang. Ja, und? Die hatte ich auch abbekommen, du Arsch. Ja, aber nicht so viele. Du kannst ich hab sogar gerade mit drin welche gehabt. Der hat sich besser gerettet, das stimmt. Er hat sich besser gerettet, ja. Aber retten schmeckt. Aber am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt und dann weiß ich, wer letzter sein wird. Das wird wahrscheinlich ich sein. Ja, wobei, ich weiß nicht, wie lange die Map überhaupt noch geht. Wäre natürlich fresh, wenn ich die gewinnen würde. Ich glaube, das ist jetzt mehr so kurz. Hallo. Ja, Level, wir sind jetzt bei Level 8 und Level 16 gibt's. Ja, stimmt. Also ein bisschen müsste da noch kommen. War schon mal stark von mir, direkt am Anfang runterzuspringen. Nein! Ja. Nein! Ich hab wieder den Fehler gemacht. Oh, falscher? Wie brauchen sich auch umgedreht? Ich hab wieder den Fehler gemacht. Ich hab mir schon wieder Devs besorgt. Nein, nicht runterfallen. Oh, geh nach oben. Gut. Ja. Gold war Checkpoint, wa? Ja, Checkpoint hier. Ja, guck mal, das heißt, wir haben jetzt einen Sprung für neuen Checkpoint. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch nicht mal gesprungen bislang. So, hi. Hi, was geht? Platz 193 ist ein Ego-Shooter. Relativ neu. Der hat mir gut gefallen. Und der hat nur eine Singleplayer-Kampagne, glaube ich. Hat er Multiplayer? Was ist das denn? Ich glaube nicht. Nur eine Singleplayer-Kampagne hat mir gut gefallen. Hast du das vor kurzem gespielt? Relativ neu, habe ich gesagt. Also, da er relativ neu ist und ich ihn gut fand, kannst du deduzieren. zurückkommen. Alter, Bram hat das echt nicht geschafft. Das war jetzt... Ja. Ey, zurückkommen! Otto. Der Film. Ach! Hui. Ja, dann gehe ich mal mit. Was ist denn, der Tipp gewesen? Ich hab nicht zugehört. Ja, das haben wir überhaupt nicht bemerkt. Ein Ego-Shooter, der nur eine Singleplayer-Kampagne hat, soweit ich weiß, und kein Multiplayer. Ich gehe dann, glaube ich, mit Wolfenstein The New Colossus. Alter, Bram. Titanfall hat einen Multiplayer-Modus. Drin. Als ob. Nice, ja, das läuft doch gerade auch als Let's Play bei unserem Kanal, oder? Yes, sir. So, Wolfenstein. Das war eigentlich überhaupt irgendein Wort von dem, was wir sagen? Nein, ich höre nicht zu. So, können wir jetzt hier machen weiter? Ja, danke. Können wir jetzt hier machen weiter, Yoda gesprochen hat? Schnauze. Boah, war das extrem schwer, Mann. Alter, jetzt kommt Ultra Extreme, Peter, Vorsicht. Alter, Ultra Extreme ist natürlich schon richtig. Ultra Extreme ist halt schon echt heftig. Ich würde fast sagen, das wäre Ultra Extreme dann auch. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Erstmal dran vorbeigesprungen. Oh. Ja, das habe ich doch auch direkt mal gemacht, weil das. Oh! Uiuiui! Da ist aber. Das sage ich euch noch nicht, aber da ist ein fieser Trick bei. Da will ich aufpassen jetzt. Oh shit. Komm, mach. Ich überlege gerade was.
Mach! Nein, das geht nicht. Ich habe überlegt, ob ich von hier aus auf den Block drauf springen kann. Peter, Alter, gib mir doch nicht auf den Sack jetzt hier! Ja, hopp! To the fences. Ja, verteidige mal. Das war jetzt Classic, Oh, Shitty McTitty in meinen Ficky, ja, ey. Hat sich langsam durchgesetzt. Was? Ach so. Shitty McTitty. Oh, ja, komm, ey. Oh, jetzt werden mich alle hassen. Na, ich hasse dich. Du bist so ein blöder Spasti, Peter. Das glaube ich aber auch. Das war heute Morgen echt lustig, als Sepps Mikro nicht ging. Habe ich meinen Spaß gehabt. Beziehungsweise seine Headphones. Hey, ich bin zurück aus den USA. Na, wie geht's euch? Bla, bla, bla. Ich, oh, scheiße, ich höre euch nicht. Und dann habe ich ihn halt erstmal schön quer durch beleidigt, ey. Das hat schön, da hat Spaß gemacht. Da habe ich schon direkt gut gefühlt am Morgen. Und er hat ja, nicht gewusst. Ja, das zieht sich bei dir auch über den kompletten Tag, dass du dich gut gefühlt hast. Ja, ich fühle mich halt auch. Die meisten Spaß. Menschen haben das nach dem Orgasmus. Soweit der einen Fleck. Wenn er beleidigt, ficken. Ja, genau. Ficken. Ficken. Immer ficken. Ficken. Und ficken. Zack. Umso öfters du das Wort ficken sagst, umso schöner wird das. Und oder? Zack. Ficken ist eh ein schönes ficken. Wort. Zack. Pass auf, jetzt ficken. Kommt mit. Das ist aggressiv. Ah! Okay, liebe Leute. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet danke Spaß. Auch. So ihr könnt jetzt mal ein Like da lassen für die Aktion von Peter gerade. Die war richtig krass. Richtig schön gerettet. Bis morgen bei einer weiteren Folge Minecraft Adventure Map. Haut rein. Ciao. Danke. Ciao.